Guten Morgen, ihr Lieben. Faye und ich sind schon unterwegs in der Halle. Es ist 20 vor 7. Wir laufen jetzt ein paar Runden Schritt, dann lasse ich die noch ein bisschen laufen, damit die für heute auch bewegt ist. Ich darf dann den Rest des Tages zwar im Regen, aber immerhin mit Decke auf dem Paddock stehen. Und in so 20 Minuten kommen dann auch die Mädels und dann können wir Frisuren machen. Diamant ist wieder brav reingegangen und wir flitzen jetzt los. Wir sind angekommen, der Diamant ist schon fertig gemacht. Es ist nämlich eine Gruppe ausgefallen, dementsprechend sind wir ein bisschen früher dran. Wir laufen schon mal ein bisschen mit dem Diamantschritt. Denise zieht sich gerade um, die Mädels machen gerade noch eine Klorunde und die fangen dann gleich auch schon an, sich warm zu machen. Die Mädels machen sich da hinten schon fertig und hier ist der Diamant, da machen sie gerade die Ausbinder rein und ich stehe schon dem etwas nassen Boden auf unserem Zirkel, damit ihn uns keiner wegschnappt.
Thank you.
richtig gut. Wir sind mega happy. Ja. Und sind jetzt guter Dinge für die Kühe.
schau ich jetzt gerade zu. Meine kriegt voll den Vogel. Kann man nicht sogar hören, gut. Ja, eben. War ganz gut und jetzt warten wir, also wir haben jetzt gerade was gegessen und jetzt warten wir hier auf Annes Einzel, machen den ihr auch demnächst mal wieder fertig. Ist kalt. Wir saßen jetzt hier noch mit der Stella oben. Wir machen wieder für Annes Einzel fertig. Yeah. So, Anna Banana hat sich gerade angezogen. Also Anna Diamant läuft da. These beauties, ich wollte eigentlich Booties sagen. Oh, die beiden laufen noch mal eine Runde. Der Diamant läuft auch noch mal eine Runde. Und kann man es umdrehen? Scheiße, man kann es nicht umdrehen. Okay. Hannah und ich laufen auch noch eine Runde. Jetzt aber schön. Ist egal. Das passt alles immer auf eine Stunde. Entschuldigung.
gut. Schade. Wir sind fertig. Es war sehr, sehr gut. Der Diamant ist super brav durchgelaufen. Anne hat sehr schön geturnt. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zurück zum Ina. Dann schauen wir uns noch ein bisschen das Junior-Einzel an und danach ist dann Siegerehrung. Abschluss des Tages. Wir sind auch angekommen. Der Tag war jetzt definitiv lang. Wir sind aber sehr, sehr zufrieden. Und es war ein sehr schöner Saisonabschluss.